Seit über 10 Jahren engagiert sich Fleur Grell im Tierschutz. Dabei begegnen ihr immer wieder Menschen, die durch Armut ihre Tiere nicht mehr halten können. Fleur ist selbst Hundebesitzerin und will jetzt mit einer Tiertafel in Erding bedürftige Menschen und deren Haustiere unterstützen. Es beginnt der Tierschutz im Ort und nicht nur, indem man nur per Zahl spendet und sagt, hey, ich spende jetzt so und so viel an den und den Verein. Nein, es beginnt genau am Ort. Ihr Vorhaben hatte sie im Januar auch auf Social Media geteilt. Dafür hat sie viel Zuspruch und Spenden erhalten. Auch ihre Familie unterstützt sie bei ihrem Herzensprojekt. Um die Tiertafel in Erding jedoch umsetzen zu können, fehlen noch wichtige Bausteine. Die Hilfsbereitschaft ist enorm und dafür danke ich wirklich. Es scheitert momentan wirklich an den Lagerkapazitäten. Ich hätte die Leute, ich hätte auch Futtermittel, Spender. Feste und langjährige Vereinspartner sind für Fleur Grell jedoch immer noch schwierig zu finden. Ihr Vorbild für das Projekt sind Tiertafeln wie die in München. Ihr Ziel ist es aber auch, mehr Bewusstsein für den Tierschutz in Erding zu schaffen. Ich hoffe für die Zukunft, dass die Leute trotz dem Aufruf immer mal wieder daran erinnert werden, Mensch, da ist ja noch was. Ich kann ja trotzdem helfen und auch jeder Einzelne kann helfen, egal wer. In den nächsten Wochen will Fleur Grell ihr Herzensprojekt in die Tat umsetzen, damit es in Zukunft auch bedürftige Menschen mit Tieren in Erding einfacher haben.